Wir schreiben Sonntag, den 25.07.2021. Es ist jetzt 17.50 Uhr. Ich stehe am Nürnberger Hauptbahnhof, wie man vielleicht erkennen kann. Es gibt einen neuen Vlog. Die letzte Woche über war ich viel unterwegs, habe ich aber nicht gevloggt, weil ich einfach mal eine Pause vom Vloggen haben wollte, weil es ja auch relativ anstrengend ist. Glaubt man gar nicht. Heute gibt es wieder eine Nachtfahrt. Es geht jetzt hier im ICE 721 in 10 Minuten nach München. In München werde ich dann auf Noah treffen und dann nach einem anderthalbstündigen Aufenthalt in München geht's im ICE 990 über Stuttgart und Frankfurt nach Hamburg. Da werden wir dann gegen 5.50 Uhr eintreffen, morgen früh, also in genau 12 Stunden. Ich freue mich auf jeden Fall, mal wieder eine Nachtfahrt im ICE 1, das ist schön. Und ja, ich war jetzt gerade noch in der Lounge, habe mich noch mit Darius aka Trainspotting NUE getroffen. Bin schon seit fast 2 Stunden hier in Nürnberg. Ich warte jetzt noch 10 Minuten auf mein ICE und dann geht's endlich los nach München. Thank you.
Willkommen in Hamburg-Altona. Wir haben jetzt Montag, den 26.07. Es ist 7.20 Uhr und seit meiner letzten Rede sind über 13 Stunden vergangen. Es ist viel passiert, es gibt viel zu erzählen. Es ging im ICE nach München. Mit bisschen Verspätung war ich dann da, war mit Noah in der Lounge, so wie verabredet. Und dann ging es pünktlich los Richtung Stuttgart. Und dann wollten wir so nach Ulm im Bordrestaurant uns Currywurst mit Pommes holen. Bloß dann waren natürlich mal wieder die Pommes aus und das Personal im Bordbistro hatte ein paar Kommunikationsprobleme, also untereinander. Und ja, das war alles ein Krampf. Dann haben sie noch meine Brötchen vergessen, musste ich nochmal zurück. Aber hat dann doch irgendwie geklappt. Dann hatten wir ordentlich Verfrühung in Mannheim. Da hatte ich dann zu Noah gesagt, ja, ich gehe mal ein bisschen spazieren, weil wir waren im zweiten Wagen von hinten. Ich bin dann bis nach ganz vorne gelaufen, habe mit meinem Handy ein Bild gemacht, also kein wirklich hochwertiges Bild, aber es war ganz nett. Dann in Frankfurt Flughafen war es auch wieder ziemlich witzig. Da stand nämlich an der Anzeige ICE 619 mit einem Punkt hinten dran. Darüber haben wir uns ordentlich lustig gemacht. Und die ganzen Menschen standen auf Gleis 6, obwohl sie halt auf Gleis 4 hätten müssen. Und dann kam eine Bahnmitarbeiterin und hat ihnen dann erklärt, dass die Anzeige nicht funktioniert und dass sie auf Gleis 4 müssen. Am Frankfurter Hauptbahnhof war es ein bisschen kritisch, weil da kamen ziemlich viele Menschen, die auch alle in unser Abteil geäugt haben. Da haben wir uns dann beide jeweils über die drei Sitze gelegt und so getan, als würden wir schlafen. Mit Erfolg, wir blieben weiterhin allein im Abteil. Dann verlief die Fahrt weiterhin reibungslos, bis wir dann irgendwo bei Eschwege zum Stehen kamen. Ich bin dann irgendwann mal weggepennt, deshalb weiß ich jetzt nicht so genau, was da passiert ist. Jedenfalls hat uns das 70 Minuten Verspätung gekostet. Es hieß dann wegen Bauarbeiten eingleisiger Streckenabschnitt und wegen Güterzügen, die entgegenkommen. Und ja, der Zugchef meinte, das seien wichtige Güterzüge, also dass ich mal erleben darf, dass Güterzüge wichtiger sind als der ICE. Naja, kannst du nichts machen. Dann hatten wir plus 70 in Göttingen. Dann wurden wir über die Schnellfahrstrecke umgeleitet nach Hannover. Dort hatten wir dann noch plus 45. Und in Hamburg hatten wir dann wieder plus 55. Da hat dann Noah seinen Zug nach Bremen verpasst. Aber das war eh ein Zug von der SBB und den will eh keiner fahren. Also war es auch nicht so schlimm. Am Hauptbahnhof haben wir uns dann getrennt, nachdem wir noch bei Rewe was zu frühstücken geholt haben. Er fährt jetzt mit dem 923 nach Bremen. Den sieht man hier. Aber er wird ja erst am Hauptbahnhof zusteigen. Also Noah ist nicht mehr bei mir. Ich bin dann im ICE 1599 noch nach Altona gefahren und werde jetzt dann von hier im ICE 91 einfach nach Nürnberg fahren und dann halt noch nach Roth mit der RB 16. Und ich freue mich auf zu Hause, weil ich bin ziemlich müde. Ich werde wahrscheinlich auch viel schlafen jetzt auf der Fahrt nach Hause. Ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr viel vloggen. Ich meine, ich bin den größten Teil der Strecke heute ja schon gefahren. Wir werden sehen, wie viel ich dann zeigen werde. Ab Hannover ist da meine Freundin mit dabei, die kommt mit zu mir. Und ja, dann geht's jetzt Richtung Heimat. Bisschen warten noch, weil der 923 blockiert noch das Gleis für den 91 und dann geht's nach Hause. Angekommen in Roth. Ich stehe jetzt hier auf dem Parkplatz, weil der Bus jeden Moment kommt und ich dann schnell sein muss. Die Rückfahrt hat gut geklappt. Es war bloß scheiße voll und da waren so viele Kinder. Das ging mir so hart auf den Sack. Aber was will man machen? Kopfhörer haben geregelt, laut Musik gehört. Meine Freundin war ja dann ab Hannover mit dabei. Anschluss hat in Nürnberg geklappt, ganz überraschend. Was ich noch sagen wollte, die Nachtfahrt war auch insofern witzig, weil wir echt viel gelacht haben und viele neue Insider entstanden sind. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Und das wollte ich noch erwähnen, weil ich es in Hamburg nicht gesagt hatte. Und jetzt geht's schnell nach Hause mit dem Bus. Es fährt sogar einer. Krass, für Roth. Ich freue mich auf zu Hause. Ich freue mich auf mein Bett zum Schlafen. Und dann, ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Video.